Im Westen Japans gibt es einen Yokai, der Nando Baba genannt wird. Dieses japanische Monster hat das Aussehen einer alten, hässlichen und glatzköpfigen Hexe, die in alten Lumpen gekleidet ist. Den Legenden zufolge soll Nando Baba vorzugsweise in alten Lagerräumen, Schuppen und sogar Schränken leben. Je dunkler und schmutziger es ist, desto besser. Da die alte Dame ziemlich schüchtern und nervös gegenüber Menschen ist, verlässt sie ihr Heim kaum. Daher bevorzugt sie auch Lagerräume, die sehr selten geöffnet werden. Nando Baba ist nicht gefährlich und tut keiner Menschenseele etwas Böses. Wenn jemand mal die Tür ihres Lagerraums öffnet, huscht sie schnell davon und versteckt sich, sodass sie nur sehr selten gesehen wird. Sollte das aber doch der Fall sein, so springt die kleine Kreatur lautschreiend aus dem Abstellraum heraus und jagt den Menschen hinterher. Es heißt, sie schlägt gerne mal mit einem Besen auf den Kopf der Person, um sie zu verwirren. Dann rennt sie weg und versteckt sich unter den Dielen. In einigen Gegenden wurde angenommen, dass Nando Baba Neugeborene stiehlt, doch das liegt daran, dass man sie mit dem viel gefährlicheren Yokai Yamauba verwechselte. Es wird angenommen, dass Nando Baba einst Schutzgeister bzw. Hausgötter waren. In der alten japanischen Religion gab es für alle Zimmer eines Hauses eine bestimmte Schutzgottheit, doch als alte Traditionen durch neuere ersetzt wurden, wurden die Götter vergessen und Yokai traten dafür an ihre Stelle.